An diesem schönen, warmen Frühlingstag. Hier sind wieder Polly, Molly und Melinda. Hey Polly, sag mal, was gehört für dich eigentlich alles zu einem richtig guten und entspannten Tag? Also, lass mich mal überlegen. Ja, jetzt habe ich's. Also der Tag fängt gut an, wenn Mario uns eine extra Portion Kraftfutter gibt. Oh ja, das stimmt. Lecker. Aber wenn er uns vorher ärgert und uns den Eimer so hinhält, dass wir nicht drankommen, das finde ich schon irgendwie gemein. Ich hab's jetzt gehört, das ist so nervig. Ich finde, Kraftfutter für alle gehört auch zu einem guten Tag. Der Nachteil daran ist allerdings dieses verfressene Gedränge. Man muss sich da schon richtig in den Boden stemmen, damit man nicht abgedrängt wird und noch was abkriegt. Ganz entspannt Heu futtern macht einen Tag auch zu einem guten Tag. Ja, vor allem, wenn sich nicht alle auf die gleiche Stelle stürzen. Und wenn der Chef einen nicht abdrängt. Nach dem Essen ganz entspannt rumliegen und wiederkäuen, das hat auch was. Oh ja, vor allem, wenn der Chef auch chillt und uns nicht nervt. Das Leben kann so schön entspannt sein. Und wenn dann noch die warme Frühlingssonne auch bis zu uns nach Helmbrechts kommt, dann ist der Tag nahezu perfekt. Dann kann Schaf in aller Ruhe davon träumen, dass es bald wieder frische, leckere Wiesenkräuter auf der Streuobstweide nebenan zu fressen gibt. So schön die Sonne im Frühling auch ist, wenn es so warm ist, dann juckt es mit dem dicken Fell auch ab und zu. Zum Glück gibt es genügend Stellen, an denen Schaf sich ausgiebig kratzen kann. Auch am Hinterteil. Und manchmal auch mit Rangordnungsdifferenzen. Der Tag wird noch besser, wenn Franz uns nach der ersten Wiederkäuerpause rauslässt in den großen Auslauf. Und wenn wir dann auch von ihm nochmal eine extra Portion bekommen. Einfach himmlisch. Danach noch einen großen Schluck frisches Wasser. Was will Schaf mehr? Vielleicht noch einen Haps Kraftfutter? Ach Melinda, du bist so verfressen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Dass einige von uns so dick sind, das hat ganz andere Gründe. Ja, das dicke Fell und so. Nicht nur, aber das auch. Es gibt doch noch einen ganz anderen Grund dafür. Aber davon erzählen wir euch in der nächsten oder übernächsten Folge, denn dann sind wir nicht mehr so dick. Das war's für heute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Schäfchen erzählen. Mäh.